Heute starten wir mit Kapitel 4 durch und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Aber die Frage ist, wen wählen wir heute? Ihr wisst ja, ich gucke immer ein bisschen auf die Empfehlungen, weil anscheinend gibt es dann irgendwie ein paar Zwischensequenzen, die es uns nicht geben würde oder irgendwie sowas. Jedenfalls war das einmal so. Und wen nehmen wir denn? Hancock, Buggy oder Mihawk? Hancock war zwar ganz okay, habe ich aber irgendwie keinen Bock drauf. Ich glaube, Buggy haben wir... Ich glaube, Mihawk haben wir auf jeden Fall länger nicht mehr gespielt als Buggy, glaube ich. Deshalb nehmen wir wieder mal den Mihawk. Außerdem mag ich Schwertkämpfer. Kapitel 4, Episode 1. Rette die Marinesoldaten. Luffy-tachi-wa-zoroto-sanji-o-zure-modoshi. ついに麦わらの一味は再び集結した。戦場から逃亡したティーチの行方を麦わら白ひげ連合は懸命に追ったが、まだ直接対決する気のないティーチは巧みに姿をくらました。ルフィたちの追跡が空回りする一方で、黒ひげ連合の動きは衰えることはなかった。巨大化した兵力は海軍全兵力をも上回り、 この世界で最大規模の勢力となる。その圧倒的な兵力を率い、海軍科学部隊の拠点を吸収した黒ひげ連合は、戦闘丸をダイヤルの力で支配し、彼に命じて人間兵器パシフィスタをも意のままに動かすことに成功した。この深刻な事態を収拾すべく、海軍本部は大将キザルとガープを現場に急行させた。 その緊迫する戦場に、ティーチの行方を追う麦わら白ひげ連合も居合わせる。 ありゃあ、エネルじゃねえか。 あいつも黒ひげと組んでるんだったな。 海軍と戦ってるみてえだが、 パシフィスタが海兵を襲ってやがる。 どうなってるんだ。 おそらく、パシフィスタの指揮官を ダイヤルで操っちまったってとこか。見ろ、ルフィのじいちゃんもいるぞ。操られてはいねえみてえだから、海軍を助けに来たんだな。おめえら、いつまでも高みの見物はしてられねえぞ。戦場は目の前、素通りしちゃあもったいねえ。だが黒ひげ連合も海軍も俺たちにとっちゃどっちも敵だぞ。 今、脅威なのは黒ひげ連合の成長の速さだ。見つけた以上は片っ端から潰しとくべきだろうぜ。奴らの背後を取って海軍と強撃と行こうじゃねえか。海軍が俺たちと連携してくれるとは思えねえが、そこは賭けだが、劣勢なのは海軍だ。うまくすりゃ海軍に恩を売れるだろうぜ。よし、 迷惑かけちまった分、ここで返してやる。強え敵は任せろ。片っ張しから俺が蹴る。マリモは引っ込んどろ。敵は片っ張しから俺が蹴り飛ばしてやるぜ。うらららららら、小僧ども、張り切ってるじゃねえか。海軍と話すのは敵の背後を取っちまってからだ。黒ひげ連合の度肝を抜いてやれ。 Klingt nach einem Plan. Aber ob er aufgehen wird, das ist jetzt die andere Frage. Wir werden sehen. Boah, Pazifistas überall und Sentomaru. Wenn ihr euch erinnert, im ersten Teil hatten wir scheiß Probleme mit den Pazifistas. Ich glaube zwar, dass wir hier keine Probleme haben werden. Naja, Kampfvorbereitungen und Barry Wachstum. So, wen nehmen wir denn mit? Ja, ich glaube, wir nehmen Buggy mit. Und die Fähigkeiten lassen wir so. Und die Münzen, da müssen wir noch gucken. Wen haben wir denn noch? Jeff. Können wir den Jeff hier hinpacken? Nein, ich glaube, er passt nicht. Nein, passt er nicht. Ja, dann, achso, wir haben doch hier noch Gitarre. So, dann packen wir hier Brook hin. Brook. So, und dann hier noch die Fiddle.
So ist okay. Dann hier haben wir ganz viel. Chef haben wir eh hier unten, wie ich gerade sehe. Ja, komm, nehmen wir noch das D mit. Und hier unten nehmen wir noch den Smoker. Ja, das ist okay. Dann würde ich sagen, Kampf beginnen. Und wir sind auf der Insel Drum. Oh, nö. Die Insel Drum. Na, hoffentlich ist Marpo nicht hier, der Vollidiot. Da oben ist schon der erste Pazifist da. Gucken wir gleich mal, ob wir gegen die Typen Probleme kriegen. Nö, sieht irgendwie nicht so aus. Oh oh. Muss ich mithalten. Los geht's, Mihawk. Weit hier drückt vor. Ja, das ist doch gut. Sehr gut, Whitebeard. Hau diesen blöden Pazifist da um. So. Tja, Buggy. Dann kannst du ja auch gleich ein bisschen aufräumen. Sehr gut. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, Kreis zu drücken. Naja, nicht so schlimm. Ich frage mich, ob das das letzte Kapitel ist. Oder ob es da noch ein fünftes Kapitel gibt und was weiß ich. Noch wie viele. Los geht's. Irgendwann müssen wir noch Blackbeard etc. schlagen. Eigentlich haben wir Blackbeard und so schon mal verhauen, aber irgendwie zieht sich der dann immer zurück und ja. Die geben einfach nicht auf. So, der nächste Pazifist ist down. Oh, hier ist Blackbeard, der überragt alle. Sehr schön. Da ist noch ein Basenkommandant, den schalten wir auch mal aus. Ah! Ihr Assis! Ihr seid ja Assis, ey! Hört auf, mich immer zu kloppen hier! Da hinten sehe ich die ganze Zeit Blackbeard rumhauen. Der lenkt mich so ein bisschen ab. Boah, da ist schon der nächste Pazifist da. Das gibt's doch nicht! Komm her, Pazifist da! Ja, ich glaube, wir haben ihn noch getroffen. Oder? Nee, irgendwie. Ja, doch. Hat aber nicht sehr viel gebracht. Dann halt mal hier. Ja, er macht es natürlich auch direkt. Das ist nur allzu gut, dass sie das auch gleich eingesetzt haben. Sehr schön. Somit können wir den Pazifista schnell schwätzeln. Da sind wieder ein paar Basenkommandanten. Wir nehmen alles ein auf unserem Weg. Oh yeah, schon wieder eine Basis eingenommen. Au, ihr Assis. Okay, das war jetzt nicht so sinnvoll. Trifft nicht gerade viele. Hier sind noch so ein paar Gift-Typen, aber die stehen irgendwie nur dumm in der Gegend rum. Die machen nichts. Die sind echt dumm. Keine Ahnung, was mit denen ist. Sehr schön, und jetzt hier noch den Basenkommandant ausschalten. Los, gib auf! Unsere Basis funktioniert schon mal sehr gut. Wir könnten eigentlich noch hier hinten die Basen einnehmen. Das könnten wir tun. Hier ist ein Piratenkapitän von uns. Hier noch eine Kiste. Huch, das ist ja Kisaru. Aber zum Glück müssen wir gegen den nicht kämpfen. Da ist noch ein Pazifista. Okay, die Pazifisten sind echt kein Problem hier. Bis jetzt hatten wir auch eigentlich nur in einer Mission richtig Probleme mit der gegen Kisaru. Nein, nicht Kisaru, gegen eine Aokichi, gegen Kusan. Die war echt hart. Der hatten wir richtige Probleme. Aber sonst ging es, glaube ich, eigentlich noch. Auf jeden Fall, jetzt hatten wir schon lange keine wirklichen Probleme mehr. Jetzt geht alles flott.
Und da ist auch schon der nächste Pazifista, der auf die Glocke möchte. Boah. Und das hat er auch gekriegt. So, ein bisschen Style mitnehmen. Die wehren sich irgendwie noch hier ein bisschen. Aber nicht mehr lange. Hey, Whitebeard ist ja auch schon wieder hier. Folgst du mir etwa oder was los? So, jetzt noch hier hinten aufräumen. Nimm den Ort Westhöhe ein und rette Gar. Ja, da kommt ihr auch gleich noch dazu. Wieder eine Basis eingenommen. Oh, Gar ist in Schwierigkeiten. Ich will aber noch schnell das hier einnehmen. Dann komme ich Gar. Nicht fliehen, okay? Wir brauchen dich noch. So, hier noch eine Münze. Münzen können wir auch immer gut gebrauchen. Ich denke, den Rest kriegt ihr hin. Weit wird es ja auch noch da. Ich komme gar. Bin schon auf dem Weg. Isaru wartet einfach hier. Der könnte Garb ja auch helfen. Ist sich aber zu fein dafür. Es benehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, diese paar Typen hier kriegt ihr auch noch down. So. Da hinten ist schon wieder ein Pazifista. Wer hätte gedacht? Nimm das, Pazifista. Boah, er ist nicht down. Der hält was aus. Aber hältst du das hier auch noch aus? Okay, ja, tut er tatsächlich. Der Arsch. Boah. Macht er mich noch kalt? Sehr gut. Da haben wir ein bisschen Gesundheit. Ist der Basenkommandant noch am Leben? Nein. Der ist schon auf unserer Seite. Da unten ist aber noch ein Basenkommandant. Tschüss, Basenkommandant. Oh, die Blauen haben da oben das Territorium eingenommen. Ich bin stolz auf euch. Sehr gut. Kann ich hier unten weitermachen. Ja, das tust du tatsächlich gar. Drum bomben wir diese scheiß Giftdinger. Oh, wie viele sind denn hier noch? Gebt doch auf! Ich hab doch keine Chance! Besiege Sentomaru. Auf jeden tun wir das. Und Enel taucht auch wieder auf. Den haben wir noch nie besiegt. Oh, jetzt kommen blöde Hasen hier, diese Scheißdinger. Die gab es im ersten Teil auch schon. Aua. Die haben mich im ersten Teil voll aufgeregt. Weil die waren da gar nicht so schlecht. Und hier auch nicht. へそ。手配所にない顔だよね。何者だい？我は雷。雷？おお、こりゃ厄介だね。ねえ。 Ein Kampf zwischen Enel und Kizaru, interessant. Boah, dieser Scheißhase, ey. Gibt's doch nicht. Geh mal aus deinem Scheißmodus raus. Ich krieg den nicht so. Eine Barriere, okay. Er versiegelt das Tor mit Elektrizität. Elektrizität, Mann.
Habe ich es richtig gesagt vorhin? Ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt denn? Oh nee, die haben ja alles wieder eingenommen. Nur wegen diesen verschissenen Hasen. Nein, ich will mein Zeug zurückerobern. Naja, ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dieses Kapitel hier, oder nein, diese Episode besser gesagt, abschließen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Ciao!